Hey Leute, hier euer Toso. Nur eine kurze Info, die Videos 4, 5 und 6 behandeln eigentlich nur die Hintergrundinformationen dieses Spiels. Wir unterhalten uns da mit den ganzen Leuten im Center und hören uns da auch an, was es da zu sagen gibt, untersuchen das Gebäude und es gibt nicht viel Action. Also wer auf Action steht, sollte bei Video 7 wieder einsteigen. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann gleich jetzt wieder. Okidoki, bis gleich oder bei Video 7. Euer Toso. Ja, hallo Leute, hier euer Toso mit Let's Play Angezocktes Ex und wir sind da gerade in der Aula gewesen, haben genug Grundinformationen mal über das ganze Spiel erhalten, zumindest über Serif Industries und was die da machen und so, und wir müssen da jetzt einmal zu unserem Freund und unsere Augen in Ordnung bringen, ja? So, wo sind wir hier? Da steht eine Mühle, cool. Das sind Bildschirme. Haha, cool. Und ja, nicht Flatscreen, cool. Da hinten, das kommt auch recht gut. So, wo ist denn unser Heinzi? Die Mühle schauen wir uns noch an. Blade of Shintaro. Shintaro. Und ein Hammer. Also ich, und ein Franzose. Ich bin neugierig, was der da schraubt. Kann ja nicht sein. Für solche Geräte brauchen wir nochmal Spezialwerkzeug. Gut. Ah, da steht er, der Teufel, und sagt kein Wort. Okay. Kommt ja gut. So. Frank, komm, sag uns was. Wurde auch Zeit. Was ist passiert? Sind Sie unterwegs in einem Lüftungsschacht stecken geblieben? Ich find's auch toll, Sie zu sehen, Francis. Mit meinem Netzhautdisplay stimmt was nicht. Kriegen Sie das hin? Wenn es das ist, was ich glaube, wahrscheinlich. Könnte aber... Der linke und rechte Bildverarbeitungsprozessor waren nicht völlig synchron, aber keine Sorge. Ihr Körperstatusimplantat wird sich bald einschalten und entstandene Schäden reparieren. Ihr Netzhautdisplay müsste jetzt in Ordnung sein. Die Erkennungssoftware registriert zwar noch keine Feinde, aber Radar und Fadenkreuz müssten Sie sehen. Und auch biomedizinische Daten, wenn Sie Schmerzen haben. Okay, sind wir hier fertig? Am Helipad wartet nämlich Serif auf mich. Ich weiß. Ein paar Radikale haben in unserer Fertigungsanlage Geiseln genommen. Vielleicht können sie dieses Mal sogar jemanden retten. Also, wir mögen dich ja mal grundsätzlich nicht, weil du hast uns da gleich mit einem Schraubenzieher im Ohr herumgepult und deswegen werden wir... Wenn sie mit mir ein Problem haben, Pritchard, warum sagen sie es nicht einfach? Dann haben wir es hinter uns. Nicht doch, Jensen. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Wenn jemand schuldig ist, dann ich. Der unfehlbare Pritchard gibt sich selbst die Schuld. Ganz was Neues. Ich habe Serif gesagt, wir brauchen zum Schutz ein echtes Sicherheitsteam. Hätte er meinen Bericht aufmerksamer gelesen. Sekunde mal. Heißt das, es war Ihre Idee, mich einzustellen? Nicht Sie, Jensen. Ich wollte Dynacore, Sharp Edge oder Bell Tower. Die besten privaten Sicherheitsfirmen standen alle auf meiner Liste. Aber Serif wollte einen internen. Und Dr. Reed auch. Also Dr. Reed war ja... Halten Sie Megan aus der Sache raus. Megan, warum genau denn, Jensen? Es ist kein Geheimnis, wie nahe Sie beide sich standen. Und seien wir ehrlich, das SWAT hatte Sie gerade wegen des Massakers in Mexican Town gefeuert. Niemand hätte Sie engagiert. Sie sollten wirklich aufhören, Ihre Informationen aus den Blogs von Pikers zu fischen, Francis. Das verwirrt Sie nur. Der Punkt ist... Wenn Serif auf mich gehört hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Aber Megan, Gott hab sie selig, hatte ja immer einen besonderen Draht zu ihm. Und über diesen Draht kriegt er gleich einen Bericht über Gewalt am Arbeitsplatz, wenn Sie damit nicht aufhören. Wollen Sie wirklich weitermachen? Schon gut. Haha, gut. Update im Techlabor mit Richard reden, das haben wir. Das nächste ist zum Helibet und wir haben da, ja, die Anzeige in der linken unteren... Ecke? Ja. Wir reden mit dem nicht mehr aus, den mögen wir nicht. Und wir haben dann noch ein paar Jungs
die wir... Adam, Sie sind fragen können? Hat Sarah Sie wegen der Sache in Milwaukee Junction angerufen? Ja, hat er. Verdammt! Unsere Leute hätten heute gar nicht in der Fabrik sein sollen. Aber wir müssen diesen Auftrag fertig kriegen. Verdammt! Unsere Leute hätten heute gar nicht in der Fabrik sein sollen. Aber wir müssen... Also zweimal ansprechen geht, dreimal ist... Sind Sie auch neu? Ich bin vor 2 Monaten hergekommen. Frag dich nur, ob das so eine gute Idee war. Sind Sie auch neu? Ah, lass mich in Ruhe. Ich bin vor 2 Monaten hergekommen. Und ihr zwei? Adam? Ja, willkommen zurück. Ich dachte, Sie wären noch in der Reha. Ist das die... Sind Sie sicher, dass Sie schon so weit sind? Ich meine, ist nicht lange her, dass Sie... Egal. Seien Sie vorsichtig, okay? Ja, du bist die, die nach Washington will, gell? Ja. Jensen? Ich wusste, der Boss hat noch ein Ass im Ärmel. Schön, dass Sie wieder da sind. Der erste richtige Test für die neuen Optimierungen, was? Keine Sorge, David hat garantiert keine Kosten gescheut. Okay, Leute, ich spreche da das ganze Video mit den Jungs, weil ich da einfach diese Hintergrundinformationen will. Oh, hallo Mr. Jensen. Hi. Ich wusste gar nicht, dass Sie wiederkommen wollten. So schnell meine ich. Ja, hallo Schnucki. Schön zu sehen, dass Sie so... Sie sehen anders aus, aber gut, richtig gut. Sind Sie auch wirklich wieder fit? Schön zu sehen, dass Sie so... Da haben wir noch was. Da können wir gar nichts. Okay. Von wegen Hacken. Wir haben da jetzt noch die zwei Jungs. Wer bist denn du? Adam, ich nehme an, Sie sind wegen des Einbruchs hier. Das hat uns noch gefehlt, was? Noch ein Angriff auf unseren guten Namen. Alter! So viele Leute lehnen unsere Arbeit ab. Da fragt man sich schon, ob wir hier das Richtige tun. Multitasking, telefonieren und mit mir reden. Adam Jensen. Mr. Seraph hat für die Sache wohl seinen Experten geholt, was? Ich bin erleichtert. Die Konkurrenz wird sich darauf stürzen, meinen Sie nicht? Noch ein Angriff auf Seraph Industries. Unser Aktienkurs wird einbrechen. Okay. Der macht sich wieder nur Sorgen um die Marie. Das kannst du laut sagen. Wir sind alle ziemlich angespannt. Die telefonieren da alle blöd durch die Gegend. Und da sitzt noch eine gnädige. Ja. Jensen, seit wann sind Sie zurück? Ach, egal. Ich habe jetzt echt keine Zeit zum Plaudern. Seit den Begräbnissen hatten wir jede Menge zu tun und viel zu wenig Leute. Seit den Begräbnissen hatten wir jede Menge zu tun und viel zu wenig Leute. Ach ja. Adam, Sie sind auch hier? Hat Sarah Sie wegen der Sache... Den hatten wir schon und den hatten Jensen? Wir noch. Jensen? Was machen Sie hier? Hi ho. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie je wieder laufen können, geschweige denn arbeiten. Ja. Ich habe gesehen, wie die Sie vor 6 Monaten aus den Trümmern gezogen haben. Sie und die anderen. Schön, dass Sie zurück sind. Ja, okay. Gut, der freut sich wenigstens. So, wo müssen wir da jetzt hin? Wir arbeiten an einem Und... Können wir nicht... Ich glaube, wir müssen da raus. Ne? Ja, gut. Hi, Adam. Wirklich schön, dass Sie wieder da sind. Pratchett hat während Ihrer Abwesenheit versucht, hier alle rumzukommandieren. Der Arsch. Ein Glück, dass ich nicht so eng mit ihm zusammenarbeiten muss. Der Arsch, cool. Okay. Mann, ich konnte es erst gar nicht glauben, als ich hörte, Sie kommen zurück, Boss. Nicht nachdem Sie so zugerichtet wurden. Das mit Dr. Reed und den anderen tut mir leid. Ich weiß, wie nah Sie sich standen. Oh, Entschuldigung, das hätte ich nicht ansprechen sollen. Ja klar, okay. Gut, wir gehen da jetzt einmal zum Helipad. Oh, sind wir schon wieder falsch? Was ist denn da? Hands Research, H22 Deal X. Kommt gut. Okay. Da. Alle Aufträge, die wir wegen des letzten Angriffs der Anhörungen in Washington verloren haben, wurden auf Eis gelegt. Und jetzt das. Scheiß Fanatiker. Denken Sie, es stimmt? Dass eine pro-humane Gruppe hinter allem steckt, Mr. Cannon? Verbreiten Sie keine Gerüchte, DeBell. Tut mir leid, Sir. Als hätten wir nicht schon genug Arbeit. Jetzt müssen wir uns auch noch gegen eine Horde selbstgerechter Spinner verteidigen. Und das, wo wir so unterbesetzt... Wollen Sie sich etwa beschweren, DeBell? Nein, Mr. Cannon. Tut mir leid.
Okay, Lippin. Jensen? Wow. Ich hätte sie erst in ein paar Wochen erwartet. Wenn überhaupt. Mr. Sorry, Cannon. Ich kann jetzt nicht. Hab zu viel um die Ohren. Ja, das sehe ich. Seht ihr das? Der trägt ja noch einen Ohrring. Ah, so Retro-Look-like. Ja, kommt ja nicht schlecht. Tut mir leid, Mr. Jensen. Aber hier geht gerade alles drunter und drüber. Mr. Pritchard kann Ihnen mehr sagen. Er ist im Tech-Labor. Okay, aber schön, dass Sie wieder da sind. Gut sehen Sie aus. Okay, gut sehen wir aus. Da haben wir noch die Cafeteria, nehme ich an. Ja, viel los? Wissen Sie, was in der Fertigungsanlage los ist? Da gab es wohl einen Einbruch, habe ich gehört. Ja, klar, komm. Einige unserer Leute arbeiten dort. Heiße Endphase bei einem Auftrag. Hoffentlich sind alle okay. Ja, das werden wir dann auch gleich sehen. Gut, Cafeteria und ja, wo bringen wir da den Kaffee her? Das ist alles, okay. Da die Anhörungen derzeit bis auf Weiteres unterbrochen sind, fragen sich nun viele, ob hier nicht etwas völlig anderes vor sich geht. Verbirgt David Sarif etwas vor uns? So viel für heute Abend. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Seht ihr da? Fernseher X benutzen zerbrechlich. Ausgeschaltet, eingeschaltet, okay. Nun gut, wir starten da jetzt gleich einmal raus. Ich glaube, da vorne war der Ausgang. Komm, lass mich da raus. Ah, Doppelflügeltüren. Und? Da steht noch einer. Okay, ich glaube, ja, Leute, wir haben da einiges erfahren. Und wie unser Stand da bei den Leuten ist, um was es da eigentlich geht, ist ja auch interessant. Und beim nächsten Mal werden wir da mit dem Heli abheben. Okay, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das war Doso für Let's Play Angezockte 6. Ciao.